Mein Name ist Yannick und ich bin tatsächlich durch ein ähnliches Video wie dieses hier auf den Beruf Glasapparatebauer gestoßen und das hat mich auch sofort fasziniert. Ich bin Sophie und ich lerne Glasapparatebauer und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Wir sind keine Kunstglasbläser. Wir stellen Glasapparate her, die in der Chemie gebraucht werden. Im COD lernen wir die Grundhandgriffe der Arbeit. Bei der Herstellung von Glasapparaten ist der Tischbrenner unser wichtigstes Werkzeug, damit wir das Glas erwärmen können und verformen können ordentlich. Die werden hier ausgebildet, die bekommen hier eine Grundausbildung und gehen dann zur Spezialisierung in ihre Firmen. Wir stellen Laborgeräte her, aber auch komplette Prozessanlagen, wo wir Glasapparatebauer dafür die Glaskomponenten herstellen. Dadurch, dass wir in der Berufsschule eine sehr kleine Klasse sind, kann uns jeder Lehrer bei Fragen und Problemen helfen. Die haben die allgemeinen Fächer, aber auch spezielle Fächer für die Glasausbildung, wie Technologie zum Beispiel und Fachzeichnen. Im Fachzeichnen lernen wir das Erstellen und korrekte Lesen von technischen Zeichnungen. Ich würde mich immer wieder für die Ausbildung entscheiden, weil es einfach verdammt viel Spaß macht.